Hallo Guys, ja, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Es ist früh am Morgen, Montag, der 22. Februar 2021, sehr früh am Morgen und meine erste Tasse Kaffee seit über 48 Stunden. Und heute habe ich mir gedacht, Dirk Kräuter, da kam plötzlich irgendwie, naja, so um wach zu werden. Eine Mindset-Video wurde mir vorgeschlagen von YouTube. Ein Mindset-Video und immer wenn Mindset, es ist tatsächlich ein Schlagwort geworden oder ein Buzzwort, aber ganz bestimmt auch in der Coaching-Szene und all das. Aber Mindset ist nach wie vor das Allerwichtigste überhaupt. Und denn so wie wir denken, so sind wir. Ja, also wenn ich die ganze Zeit denke, ich muss mich verkriechen vor Corona, dann werde ich auch mich verkriechen. Ja, wenn ich die ganze Zeit denke, ich muss anpacken, dann werde ich anpacken, ganz einfach. Und von daher ist Mindset, besonders das, was unterbewusst auch abläuft bei uns, sehr, sehr wichtig. Und hier eben mal mein Reaction-Video, mein erstes Reaction-Video hier auf meinem Kanal. Herzlich willkommen. Ich denke mal auch ein bisschen aus der Verzweiflung heraus, denn mein Kanal hier, also mein Kanal bezüglich Unternehmertum, Marketing und Sales, ist irgendwie total eingeschlafen. Ich mache zwar jetzt wieder regelmäßig Videos, aber ich hatte schon mal vor 2, 3 Jahren Videos, die ich einfach so gepostet habe über Telemarketing oder sonst irgendwas und habe dann 1500 Views bekommen. Und aktuell irgendwas ist da nicht mehr so richtig am Laufen. Wahrscheinlich haben sich die Algorithmen mehrfach geändert seitdem. Und ja, jetzt mache ich einfach mal ein Reaction-Video zum Dirk Kräuter, ganz offen, ehrlich, in der Hoffnung, dass ich natürlich mehr Hits und so weiter bekomme. Und auch natürlich für diejenigen von euch, und viele kennen Dirk Kräuter noch nicht, ja, man möchte es gar nicht meinen. Es ist zwar einer der Leading-Kanäle für, also letztendlich von Verkaufstrainer, der größte Kanal, Verkaufstrainer-Kanal, den es wahrscheinlich gibt in ganz Europa, aber nichtsdestotrotz immer noch relativ klein im Vergleich zu Menschen, die da draußen theoretisch auch von seinen Tipps profitieren könnten. Und insofern hier mal. Starten wir mal hier das Video mit der Kräuter. Auf den Das sind Malediven. wirklich die Malediven. Oh. Sehr, sehr geil hier. Also wenn du noch nicht auf den Malediven warst, Okay. fahr da mal hin. So, darum geht es aber gar nicht, sondern in diesem Video geht es um ein Best-of. Leute, Deswegen ich mag das Wasser, ich mag die Sonne, ich mag die Insel. Ich liebe den neuen Hairstyle von ihm. Den hat er nämlich noch nicht so lange, erst seit ein paar Monaten. Hat ihm wahrscheinlich auch sein Stylist irgendwie geraten. Macht ihn nochmal. Jünger, dynamischer, ja, habe ich mir natürlich sofort angepasst hier im Hairstyle, man sieht's, ne? Nur Bart habe ich keinen. Ja, mit Bart kann ich mich einfach nicht anfreunden. Den habe ich nur, wenn ich mal absolut eine Woche oder zwei richtig busy bin, dass ich nicht mal Zeit habe, mich zu rasieren. Aber steht dir absolut, man könnte ihn auch als den gut gemeinten Papaschlumpf der Verkaufstrainerszene nennen, betiteln. herzlich willkommen zum Best of Mindset 2020. Das heißt, wir haben einfach mal aus dem ganzen Jahr sehr, sehr geile, sehr wahrscheinlich die besten Szenen rausgeschnitten aus verschiedenen Videos zum Thema Mindset, zum Thema eigene Einstellung, Glaubenssätze, Überzeugung. Ja, Ich wirklich. wünsche dir viel Spaß damit Also, und freue mich natürlich über. ich werde seinen Kanal hier unten verlinken, logischerweise, und dieses Video und vielleicht sogar noch ein paar mehr Videos von ihm. Also, ich habe immer wieder mal Videos von ihm oder Interviews vor allen Dingen auch, also da wo er also wirklich Leute interviewt, life-changing, ja, was da so von sich gegeben wird. Einfach so ins Internet raus, ja. Und dann wundern sich die Leute, ah, warum bin ich jetzt plötzlich hier und buche ja irgendwelche Bücher von ihm oder sowas, ne? Das ist natürlich, ah, scheiße. Dein Abo in diesem Kanal. Also, Attacke. Die einen werden erfolgreich, weil sie die dunklen Seiten in ihrem Leben haben. Und die anderen bleiben erfolglos, weil sie das als Ausrede nehmen. Ja, das ist natürlich das eines der Haupt-Mindsets, die er immer wieder verbreitet, immer wieder wiederholt und auch sollte man auch wirklich, kann man nicht oft genug wiederholen. Also Leute, die, er sagt immer so, Verlierer finden Ausreden, etwas nicht zu tun, etwas nicht zu schaffen oder geschafft zu haben und Gewinner finden Wege. Ja, also das ist ein genialer Satz, den hat er sich bestimmt irgendwo gelesen.
Welche Bullshit-Geschichte erzählst du dir selber, warum du nicht noch erfolgreicher werden kannst? Was für Ausreden nimmst du, warum du nicht noch erfolgreicher wirst? So geil. Welche Ausreden hast du, nicht einfach jetzt, sobald ich hier fertig bin, bitte, ja? Jetzt dich hinzusetzen, deine Ziele aufzuschreiben, dir Wege zu überlegen, wie du deine Ziele erreichen kannst und dann sofort ins Handeln zu kommen. Sorry, Dirk, dass ich dich hier wieder unterbrechen muss. Ich frage mich immer, woher nimmt dieser Typ diese kontinuierliche positive Einstellung dem Leben gegenüber? Also der ist ja auch in Deutschland aufgewachsen, ja, und nicht in Amerika. Ja, weil in Amerika sind die alle so drauf. Ja. Und ja, also das ist der hat so viel Unternehmergeist in sich, wahrscheinlich schon von Geburt an. Das ist echt, da kann man echt was anzapfen. Schon deswegen lohnt sich irgendwie seine Videos anzugucken. Natürlich nicht zu oft. Welche Ausrede hast du, das nicht zu tun? Ich habe lange in meinem WhatsApp-Bild den Status drin gehabt, you are your only limit. Du bist dein einziges Limit. Und nicht du, sondern deine Gedanken, deine Überzeugung, deine Glaubenssätze, die sind das einzige Limit. Es ist nicht der Markt, die Wirtschaft, es ist nicht der Ort, in dem du lebst, es sind nicht die Menschen, die dich umgeben. Du bist es und deine Gedanken. Es gibt einen Merksatz, den musst du dir wirklich... Ja, es sagen immer die Leute, die sagen, naja, die fünf Leute, mit denen ich am meisten umgeben, die prägen mich und die sind dann auch schuld an dem, was aus mir geworden ist. Ja, das stimmt in einer gewissen Art und Weise, aber in derselben, sorry, wenn ich das jetzt gerade so kommentiere und dich wieder unterbrechen muss, Dirk, mein lieber Dirk Kräuter, ich darf dich ja Dirk nennen, ja, wir sind ja alle per Du hier im Internet, auch wenn, aber in dem Moment, wo jemand von sich selber sagt, die fünf Leute, die mich am meisten umgeben, die prägen mich, ist er sicher dieser Sache schon bewusst. Und wenn er dann in Folge sagt, naja, die sind schuld an dem, was ich bin oder nicht geworden bin, dann ist es ja so, dass in dem Moment, wenn ich das weiß, dass die fünf Leute, die mich, also mein Umfeld mich prägt und negativ oder nicht so, wie ich es gerne hätte, und ich es aber nicht ändere, in dem Moment ist es ja wieder meine Schuld, wenn ich nichts daran ändere. Und insofern, Fallgrad, kann ich nur zu 100% zustimmen. Als Startbildschirm auf deinem Handy abspeichern. Und zwar sein, tun, haben. In der heutigen Zeit wollen alle haben. Ja. Sie wollen ein tolles Haus haben, sie wollen tolle Reisen machen, sie wollen den perfekten Partner, die perfekte Partnerin haben. Absolut. Sie wollen... Sorry, also ich lebe ja auch von Marketing, Sales und so weiter, aber die meisten Leute, und das ist das Hauptproblem auch wahrscheinlich so in Mitteleuropa oder in Deutschland auch hauptsächlich, die meisten Leute sind so verseucht durch Medien, ja, dass sie, oder sagen wir mal, durch falsche Mindsets, Glaubenssätze, dass sie meinen, sie haben Anspruch auf gewisse Dinge, ja. Sie haben Anspruch auf sechs Wochen Urlaub im Jahr. Sie haben Anspruch auf ein gewisses Gehalt, ja. Egal wie gut oder schlecht sie jetzt einfach sind, ja. Und ich habe da so ein konkretes Beispiel aus meinem Business, ja. Ich habe jetzt erst letztens wieder jemanden sozusagen interviewt, weil ich neue Leute unbedingt suche, ja. Wer sucht nicht gute Leute? Jeder sucht gute Leute, ja. Extrem schwierig, vielleicht sogar das ist die schwierigste, größte Herausforderung, die wir in der Wirtschaft überhaupt haben. Ja, nicht Leute zu finden, irgendwelche, sondern gute Leute, die qualifiziert sind und auch vom Kopf her richtig sind, drauf sind, sodass dass das letztendlich auch zusammenpasst für zum Beispiel ein junges Unternehmen, ein Startup, so wie meins zum Beispiel. Ich bin ja immer noch so im Startup-Modus mit der Firma, wo ich mich aktuell zu 95% drauf konzentriere, Coaching, Consulting Services, wo du auch hier letztendlich das Video siehst. Und ja, es ist einfach so, dass die meisten Leute sagen, also zum Beispiel auch in dem Fall, ja, also das war halt zum Beispiel so ein, der war 48 Jahre alt, ich nenne natürlich keinen Namen, ist ja klar, ne? Aber nur mal so, ein paar Eckdaten, der war 48 Jahre alt, hatte gewisse Berufserfahrungen,
aber hat halt auch, sagen wir mal, die letzten zwei Jobs, die er hatte als Angestellter, nicht länger als ein Jahr. Und das ist halt in dem Alter, wenn du sozusagen die letzten zwei bis drei Jobs nur sehr kurz hattest, ja, und dann eine Arbeitslosenzeit noch von über einem Jahr, dann ist es halt extrem schwierig. Also ich kann ja auch nur ins Herz legen, wenn du arbeitslos oder wenn du sozusagen schon im Vorfeld, sagen wir mal, die Aussicht haben sollst oder schon mal schon spürst, du könntest arbeitslos werden, dann tu dich schon mal im Vorfeld, sagen wir mal, orientieren im Markt, weil wenn du arbeitslos wirst, das kann jedem mal passieren, jedem Angestellten, ja, einfach auch sozusagen da sozusagen komplett unverschuldet. Aber wenn du dann nicht wieder in die Arbeit kommst, ja, ich sag mal innerhalb von 3 Monaten, wenn das Ganze länger dauert wie 3 Monate, und ich weiß, in Deutschland dauert alles noch länger und es ist echt schrecklich. Einer der Gründe auch, warum ich mich immer wieder selbstständig gemacht habe in den letzten 30 Jahren, weil einfach diese Trägheit, ja, in dieses, bis man da mal einen Job findet in Deutschland, in New York, in London, ja, da hast du sozusagen, wenn du gut bist, hast du. Wenn du freitags gefeuert wirst, ja, in San Francisco oder in New York oder in London, und dann versendest du Sams, dann schaust du samstags im Internet, was gibt's Neues, und am Sonntag verschickst du deine Lebensläufe und am Montag hast du deine ersten Gespräche und am Dienstag deinen Vertrag. Ja, so schaut das aus, weil da hat keiner Zeit, irgendwie arbeitslos zu sein. Ja. Und in Deutschland ist es alles so träge. Aber manche, die sind halt einfach, die lassen sich von dieser Trägheit des Systems eben anstecken in Deutschland. Und dann sind die halt ein Jahr, 1,5 Jahre oder irgendwas arbeitslos und nochmal verlängern, nochmal eine Fortbildung. Und vergesst diese Fortbildungen, die übers Arbeitsamt kommen. Das sind reine, soll ich sagen, beschäftigungstherapeutische Maßnahmen, die einen Haufen Geld kosten. Ja, die Kurse kosten 6, 7, 10.000 Euro manchmal oder was, ja, die dann letztendlich von denjenigen Angestellten gezahlt werden, die nie arbeitslos sind oder immer nur 2 Tage, und die dich aber nirgendwo hinbringen, weil das ist nur theoretisches Bullshit-Wissen ist. Und ich weiß es so gut, weil ich mir eben gerade auch diese Lebensläufe angeschaut habe und dann genau angeschaut habe, der hatte dann Zertifizierungen von irgendwelchen IT-Fortbildungen. Ja, was weiß ich, von zum Beispiel irgendwelche Scrum Master oder sowas oder Datenbankfortbildungen. Ja, wenn du in deinem ganzen Leben noch nichts mit Datenbanken zu tun hattest, wirklich, ja, und bist dann arbeitslos und machst dann eine Fortbildung, ja, von Datenbanken, ja, und du gehst schon auf die 50 zu, dann würde dir das keinen messbaren Vorteil im Arbeitsmarkt geben. Denn Datenbanken, das ist was, das hatte ich als Student. Ja, da war ich irgendwie so, bei meinem Studium irgendwie 20 oder gute 20 Jahre alt, also Mitte 20 Jahre alt, was man halt so ist, als Student. Und da habe ich damals schon erkannt, okay, ich werde definitiv kein Database-Administrator oder Manager. Ja, weil Datenbanken ist eine Sache, klar, wenn du Grundkenntnisse hast, aber was anderes machst, ja. Grundkenntnisse von allem ist immer gut, ja, schon klar. Also es ist dann aber ein Hobby. Ja, das sollte aber keine professionelle Fortbildung sein, wo du einfach, sagen wir mal, irgendwelche Datenbank-Schulungen machst, ja, die du, mit denen du, also rein, also wirklich, wie soll ich sagen, in der Praxis nichts, null, gar nichts anfangen kannst. Ja, in Programmierung zum Beispiel auch, diese ganzen Fortbildungen in Programmierung. Das ist dann nach einer Fortbildung, nach einer theoretischen Fortbildung, selbst egal, was du da rumhackst an Code, ja, das ist vielleicht einer von 100, der dann auch reüssiert, ja, also Erfolg hat als Programmierer, weil du danach dann erstmal irgendwie ein halbes Jahr oder ein Jahr Praktikant bist, und ich war schon 2000 irgendwie Praktikant bei Lehman als Programmierer, und ich weiß, wie das ist, ja, wie lange du brauchst, um dann erstmal so gut zu sein, auf so einem Level zu sein, in so technischen Bereichen, wo du um dann eben auch einen entsprechenden Mehrwert bieten zu können, dass du auf ein gewisses Gehaltslevel mal kommst, ja, von 50, 60, 70.000, also dieses Durchschnittsangestellten-Gehaltslevel auf der ganzen Welt letztendlich, ja, oder in den westlichen Ländern.
Das heißt, das ist diese technischen Berufe und Fortbildungen und Umschulungen und sowas, das hat noch nie funktioniert. Ja? Das hat sich auch ganz lange ausgeholt, ist halt einfach ein Systemfehler meiner Meinung nach, aber auch Glaubenssätze, dass die Leute einfach glauben, ja, wenn ich dann ein bisschen arbeitslos bin, ein bisschen Fortbildung und so, und dann passt es schon. Nee, das passt nicht. Viel Geld haben, ein schickes Auto. Sie wollen Karriere machen. Sie wollen viele Mitarbeiter haben. Ja, aber das Haben setzt voraus, dass du etwas tust, und zwar das Richtige tust und das in ausreichender Menge. Und das setzt voraus, dass du erstmal jemand bist, und etwas sein bedeutet, dass du hier oben die richtigen Glaubenssätze hast, die richtigen Überzeugungen. Sein, tun, haben. Sei jemand, hab die richtigen Ziele, überleg dir Maßnahmen, tu etwas, und zwar tu viel. Und nicht nur von 9 bis 5, sondern tu viel mehr. Und auch nicht Montag bis Freitag, sondern wenn du viel erwartest vom Leben, dann musst du auch viel tun. Ja, also hier stoppe ich mal, dem kann ich nur beipflichten. Ich habe zum Beispiel erst letzten Freitag bis um 3 Uhr morgens noch gearbeitet, ja. Und ich brauche manchmal wenn ich vorhabe, mich mal am Sonntag auszuruhen, dann muss ich am Samstag schon anfangen, dass ich überhaupt runterkomme auf ein Level, dass ich sagen kann, okay, ich tue mal irgendwie einen Tag nichts. Ja. Also das ist halt wirklich, deswegen habe ich jetzt auch, also ich hatte echt gestern richtig Kopfschmerzen wegen Entzugserscheinungen, wegen kein Kaffee 48 Stunden lang, sodass ich mal Samstag und Sonntag keinen Kaffee trinke. Und das macht sich dann physisch auch schon bemerkbar. Ich kann wirklich nur beipflichten. Also ich muss hier mal to be continued. Wir sind jetzt schon bei 15 Minuten. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Da mache ich jetzt nochmal weiter mit dem Reaction-Video. Das ist wirklich eins der besten Videos. Ich kann euch wirklich nur empfehlen, abonniert seinen Kanal. Abonniert meiner Meinung nach auch meinen Kanal. Ich habe auch viele geile Tipps wirklich aus der Praxis raus. Ja. Manchmal bin ich mitten in der Arbeit, ja, und dann habe ich plötzlich eine Idee, schreibe mir das sofort auf, ja, irgendwas, was funktioniert hat, ja, im Marketing, im Sales, was auch immer, und dann mache ich draußen ein Video. Ist einfach wirklich, kann man nur genießen. Kurze Tipp-Videos habe ich da draußen auch. Also abonniert meinen Kanal, abonniert seinen Kanal, einfach eine geile Sache hier. Überhaupt YouTube, vor 10, 15 Jahren, vor 20 Jahren noch, na 10 Jahren nicht, aber vor 20 Jahren noch undenkbar. Einfach hier in die Welt hinaus eine Botschaft geben zu können, ja, als kleiner, ganz, ganz kleiner Thomas Klein, ja. Es ist heute alles möglich, und es wird noch sehr viel mehr möglich sein mit der Technologie. Also bis zum nächsten Mal, dein Thomas Klein, schau mal wieder rein, wenn es heißt, ja, Marketing und Sales. Also bis dann, tschüss. Coaching und Consulting Services, das heißt in meiner Firma, ja, genau. Interessiert ja keiner, aber ist ja wurscht. Muss ich rausschneiden noch am Schluss. Ja.